Hey Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit ein paar Tipps zum Thema tragende Garnelenweibchen. Viel Spaß! Ja, mit dem Video heute möchte ich mal wieder eine der meistgestellten Fragen in Foren oder auch spezifisch jetzt auf dem YouTube-Channel hier aufgreifen. Es taucht immer wieder die Frage auf, gerade bei Leuten, die ein bisschen neu auch in der Aquaristik sind, beziehungsweise im wirbellosen Bereich. Sie sehen eine tragende Garnele und dann erstmal, Hilfe, um Gottes Willen, soll ich was machen? Also erstmal herzlichen Glückwunsch an den zukünftigen Garnelenvater, Garnelenmutter. Grundlegend erstmal keine Panik kriegen. Es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Also, viele tun zum Beispiel aus Panik direkt Wasserwechsel machen, stoßartig mehr füttern, sei es drum, irgendwie probieren das Tier in ein gesondertes Becken zu setzen, sonst irgendwie was. Lieber nicht. Alles unnötiger Stress fürs Tier. Ihr müsst überlegen, der Garnele geht es letztendlich nicht anders als zum Beispiel uns Menschen. So, wir sind schwanger, was passiert mit unserem Körper? Der Körper verändert sich. Man reagiert vielleicht empfindlicher auf Stress, das Immunsystem fängt an zu schwanken, man hat gewisse Bedürfnisse und darauf sollte man eingehen. Also erstmal grundlegend keine stoßartigen Wasserwechsel oder ähnliches, völlig unnötig. Worauf man achten sollte, ist natürlich schwierig zu generalisieren, also für alle gleichzusetzen. Man muss erstmal gucken, was habe ich für Tiere, was ist es für eine Art, wie vermehren die sich vielleicht auch und spezifisch auch die Frage aufs Becken abgestimmt. Was ist in meinem Becken? Grundlegend natürlich muss man erstmal unterscheiden, ist es ein stark besetztes Becken oder ein Becken, was spezifisch vielleicht nur für die Garnelenzucht ausgelegt ist. Häufige Thematik, um es vielleicht auch mal direkt aufzugreifen, starker Besatz im Becken. Man tut ja auch, nicht in seltenen Fällen, auch über die Zeit hinweg beobachten, dass sich Stämme mit der Zeit einreduzieren, was die Vermehrung angeht. Das liegt unter anderem auch daran, dass durch die hohe Tierdichte, die hohe Biomasse, die Tiere sich während des Tragens der Eier stärker geschwächt bzw. mehr gestresst fühlen und dadurch auch Eier abwerfen. Das ist so das Hauptthema, was passieren kann. Also in den seltensten Fällen stirbt ein Tier, währenddessen das Eier trägt wegen Stress. Das ist dann meist an andere Sachen gekoppelt. Aber Eier werden auch recht häufig unter Stress abgeschmissen einfach. Ich tue euch zwischendrin mal ein paar Clips mit einblenden, dass es vielleicht schon mal bildlich noch ein bisschen verdeutlichen kann. Die Eier werden ja erstmal im Nackenbereich vorbereitet. Klingt vielleicht blöd, sieht man aber auch rein optisch an der Garnele. Das ist auch so das Hauptaugenmerk, woran ihr unterscheiden könnt, ob es Männchen oder Weibchen ist. Wenn ihr den hellen Fleck, beziehungsweise je nach Tier auch dunklen Fleck im Nackenbereich habt, könnt ihr daran auch das Geschlecht unterscheiden. Diese werden dann meist nach einer Häutung in den Unterbereich, beziehungsweise auch nach der Paarung, befördert und landen dann unten an den Schwimmbeinen. Dort entwickeln sie sich über, auch artenabhängig, mehreren Wochen an den Schwimmbeinen, bis sie letztendlich dann schlüpfen. Das Weibchen tut während des Tragens der Eier stark die Schwimmbeine vor und zurück bewegen. Das hat einfach nur den Sinn, dass die Eier gefächert werden, sprich mit frischem Wasser umspült werden, Sauerstoff versorgt werden und hilft auch gegen Verfilzung. Mehr ist es eigentlich nicht. Viele fragen sich auch oft, ja, mein Tier tut seitdem das Eiertragen ständig die Schwimmbeine bewegen. Ist das irgendwie eine panische Reaktion? Ist vollkommen normal, kein Stress. Um zurückzugreifen aufs Thema, wo ich eigentlich zuerst drauf wollte, hohe Besatzdichte. Wenn ihr natürlich aus Grund XY, was auch immer, immer mehr Tiere züchten möchtet und auch über euer normales Beckenmaximum gehen möchtet, sei es drum, ihr wollt sie verkaufen, verschenken, sonst irgendwie was, ist es eventuell in diesen Fällen ratsam, auch mal an eine Breeding-Box zu denken. Ich habe früher mit so einem Ding auch mal gearbeitet, mittlerweile ist es, glaube ich, beim Umzug verschwunden. Das sind kleine Boxen, im Prinzip wie eine Fauna-Box, kleiner Plastikbecher, den ihr ins Wasser hängt, also sprich, der ist in eurem Becken, der wird nicht extra gestellt. Dieser hat entweder ein Gitter an den Seiten, kleine Schlitze, kleine Bohrungen, dass er frisch die ganze Zeit mit Wasser durchspült werden kann. Es gibt auch welche, die haben noch irgendwie eine kleine Luftheberanlage mit drin, dass sie noch mehr mit Frischwasser durchspült werden. Das sind dann Spielereien, wo es sich verschiedene Variationen gibt. Das Schöne an dem Ganzen ist, wenn ihr einen Starkbesatz habt, ihr könnt euer Weibchen in das ganze Gefäß extra setzen. Heißt, ihr habt es erstmal von den anderen Tieren weg, die es eventuell stressen könnte. Ihr könnt darauf achten, dass das Weibchen auch dementsprechend frisst.
Das ist nämlich auch oft ein Thema bei tragenden Tieren, Nahrungskonkurrenz bzw. Futterkonkurrenz. Wenn die Tiere nicht während der Tragezeit oder schlecht an proteinreiches Futter kommen, kann das auch zu Problemen führen oder generell an Futter. Und da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr die in so einer Box haltet, bis zum Schlupf der Tiere und vielleicht auch noch ein bisschen drüber hinweg, bis sie aus den ersten paar schwierigen Tagen oder Wochen raus sind, je nach Art, sie wieder ins normale Becken umzusetzen. Ihr habt halt den Vorteil, es läuft die ganze Zeit euer normales Beckenwasser durch. Das heißt, ihr müsst sie nicht nochmal extra umgewöhnen. Ihr könnt dann praktisch einfach das Ding untertauchen und sie ins Becken reinlassen. Ist eine schöne Sache. Natürlich muss man dazu sagen, bis man das Tier erstmal rausgefangen hat, ist es natürlich wieder Stress fürs Tier. Deswegen, ihr versteht schon so ein bisschen, wo ich darauf hinaus will, abwägen. Also wenn ihr wirklich, sei es jetzt mal drum, so ein 30er Cube wie hier jetzt mit, was weiß ich, 150 Tieren habt, lasst es vielleicht von selber einregulieren, dass die Tiere nur noch geringere Anzahlen an Nachwuchs setzen, aber dafür auch stabile, gesunde Tiere und ihr keine Überbevölkerung da drin habt. Es pendelt sich alles in gewissen Grad von selbst an. Letztendlich müsst ihr überlegen, das ist ein Biotop da drin, es ist ein gewisses Stück Natur, das heißt, die Natur regelt normalerweise auch von selber das Ganze etwas ab. Wenn ihr natürlich pur aufs Züchten aus seid, was auch möglich ist, ist es eventuell keine schlechte Idee, bei Hochbesatz zu einer Breedingbox zu greifen. Falls da auch jetzt die Frage auftaucht, kostentechnisch, die Dinger kosten echt nicht viel. Also wenn er sie aus dem China-Versand holt, bezahlt er vielleicht 4-5 Euro für. Wenn er sie von einer deutschen Firma kauft oder von einem Glaser machen lasst, sei es drum 20-30 Euro jetzt mal so als Betrag X. Das ist kein Riesenkostenfaktor. Mittlerweile, ich arbeite mit den Dingern nicht mehr. Ich lasse meine Stämme sich selbst einregulieren. Ich sag mal so, das höchstbesetzte Becken bei mir ist jetzt das Orange Willy Becken. Kommt auch auf die Frage, wie viele Garnelen kann ich denn drauf halten? Es pendelt sich von selbst ein. Also bei den Orange Willys sind circa 160 bis 180 Tiere im Moment im Becken, in verschiedensten Größenlagen natürlich. Ich denke mal, das Maximum wird so bei 200 gesetzt sein. Dann wird sich die Vermehrungsrate auch ein bisschen einstellen und dann läuft das Ganze eigentlich recht gediegen durch. Was man auch tun kann, um das Tier ein bisschen zu unterstützen, sind Futtermittel zur Förderung des Immunsystems. Ihr müsst überlegen, euer Tier wird durch das Tragen, durch die höhere Anstrengung praktisch auch ein wenig geschwächt. Ist ja logisch. Also die ganze Zeit die Schwimmbeine bewegen, das könnte ich mir ungefähr so vorstellen, wenn wir einen Marathon laufen. Darauf achten, natürlich nicht zu viel proteinreiches Futter, sonst fördert ihr eventuell wieder eine zu früh kommende Häutung, wenn ihr zu sehr aufs Wachstum pusht. Eventuell Futtermittel zusetzen, die ein bisschen aufs Immunsystem fördernd wirken. Und auch viel Laubfutter bzw. pures Laub, auch eine optimale Lösung. Seemandelbaumlaub, schön die Huminstoffe mit drin, auch eine feine Sache. Ansonsten müsst ihr großartig gar nichts fürs Tier machen. Ich lese öfters in Foren wildeste Theorien von wegen und mach mehr Wasserwechsel, wenn du tragende Tiere drin hast, dann verpilzen die Eier weniger. Vom Gedankengang her korrekt, in gewisser Art und Weise, also durch regelmäßigen Wasserwechsel senkt ihr ja ein wenig die Keimdichte in eurem freien Wasser. Aber um es auf gut Deutsch zu sagen, das macht einen Bock nicht fett. Also es steht nicht im Verhältnis zu dem, ihr müsst überlegen, jeder Wasserwechsel ist auch in einem gewissen Grad Stress für die Tiere. Und wenn ihr dann von, was weiß ich, auf einmal von einem 2-3 Wochen Wasserwechselturnus auf einen vielleicht alle 3 Tage, alle 4 Tage Wasserwechselturnus wechselt, tut ihr dem Tier damit definitiv keinen Gefallen. Also bleibt lieber so dabei mit dem Wasserwechselturnus, wie es ist. Erfreut euch an den Tieren, die dann kommen. Auch etwas, wo sich viele vielleicht ein bisschen vertun, weiß nicht, wie ich sagen sollte, vielleicht ein bisschen Angst haben, dass sie was falsch gemacht haben oder sagen, ja, man liest immer, sei es jetzt mal drum, Neocaridina, die legen oder kriegen 30 bis 40 Jungtiere, bei mir sind es jetzt nur 10 geworden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie groß das Tier ist. Wenn ihr Tiere zum Beispiel aus dem Einzelhandel von Züchter X, was auch immer habt, kriegt ihr in den meisten Fällen Jungtiere. Ihr kriegt in den seltensten Fällen adulte Tiere, die über 1,5 Jahre sind. Die behalten sich meist die Züchter bzw. die Händler oder Großlieferanten selber, da die meisten Eier bzw. meisten Nachwuchs abwerfen. Kleine Tiere in den ersten paar Malen, wo sie zur Paarung kommen, im Schnitt 10 bis 15 Eier, wenn es hochkommt, wenn wir es jetzt mal auf Caridina und Neocaridina festmachen. Also freut euch um jedes Jungtier und macht euch keine Sorgen, weil es jetzt vielleicht nur 6, 7, 8 geworden sind.
Man kann um jedes Tier froh sein. Und wenn euer Weibchen dann mal älter wird, nach circa 1,5 Jahren, auch von der Art abhängig, kann es dann auch mal sein, dass ihr ein Tier habt, was auf einmal komplett an Eiern überquillt. Das sieht man auch regelmäßig, Tiere, wo wirklich die Eier schon unten aus der Schale raushängen. Dann sind es halt vielleicht auch mal 40. Hängt hauptsächlich vom Alter des Tieres ab. Das waren hauptsächlich Fragen aus Foren und Kommentaren. Das wollte ich halt auch mal aufgreifen, weil da wird auch viel Panikmache, finde ich, betrieben. Es ist eigentlich gar nicht so komplex, sich jetzt spezifisch um ein tragendes Tier zu kümmern. Ruhig reagieren, das Tier beobachten, wenn man irgendwelche Mangelerscheinungen sieht, darauf reagieren. Keine panischen, großartigen Wasserwechsel, tut dem Tier keinen Gefallen mit. Und erfreut euch an den jungen Tieren. Ich hoffe, eure Fragen zu dem Thema sind hauptsächlich damit beantwortet. Ich kann auch gerne hierzu noch ein zweites Video machen. Ich mache ja so im Wechsel als mal Videos, wo ich Fragen aufgreife. Also falls noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wie immer, Leute, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.